Wir erreichen die MBSO über die Torstraße. Bei der Einfahrt flankieren historische Gebäude, links das alte Eisenbahnermagazin, der alte Wasserturm und rechts das neue Studentenwohnheim. MBSO, neue Bahnstadt Opladen, Wohnen an der grünen Mitte, Bauphase März 2017. Emsiges Treiben der Handwerker im vierten Bauabschnitt, wo die letzten Einfamilienhäuser der Baumaßnahme Wohnen an der grünen Mitte entstehen. Wie die Fahrzeuge der Handwerker erkennen lassen, handelt es sich um den Trockenausbau, Installation, Klinkerbau und Fugenarbeiten. Im Bereich der Adam-Riese-Straße im dritten Bauabschnitt sind die Häuser bezugsfertig bzw. bereits bezogen. Mit Hochdruck arbeitet man an den Außenanlagen. Nach einer kurzen Pause geht es gut gelaunt weiter. Im Bereich der Adam-Riese-Straße im vierten und letzten Bauabschnitt, wo noch Einfamilienhäuser entstehen, herrscht Hochbetrieb. Hat man teilweise Fenster und Türen bereits eingebaut, stehen an anderer Stelle die hochwertigen Elemente mit Dreifach-Isolierverglasung zum Einbau bereit. Mächtig in Zeug legt man sich bei optimalen Wetterbedingungen bei den Klinkerarbeiten. In einem Bereich sind die Gerüste schon abgebaut, in einem anderen werden noch die Dachstühle errichtet. Auch die Infrastruktur wächst mit, wie man am neu gestalteten Bahnhof Opladen zu sehen ist. Von hier erreicht man die Städte Köln, Düsseldorf und Wuppertal in wenigen Fahrminuten. Mit dem sechsten Bauabschnitt an der Adam-Riese-Straße hat man gerade begonnen. Hier entsteht ein Zehnfamilienhaus. Vorbereitungen zum Gießen der Bodenplatte laufen. Parallel dazu legt man die Fundamente für die Aufzugsschächte und die Stützen, die die Tiefgaragendecke einmal tragen, an.